Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Beneath the Steel Sky mit dem Gecko Climber. Wir haben in der letzten Folge ja ganz böse Dinge gefunden. Die arme Anita hier, die hat's leider die hat die Strahlung nicht so gut vertragen. Und wir stehen jetzt hier oben rum und müssten mal gucken, ob wir vielleicht mit dem tollen Schutzanzug hier der Schutzanzug. So. Yeah. Oh, ist das ein süßer Pullover. Oh, ist der süß. So. Kann er hier was Tolles sagen? I suppose it's a protective screen. So, mit dem müssen wir jetzt hier ja hoffentlich irgendwie rein können. So, hier waren wir ja das letzte Mal schon. Riesige Metalltür. It's the entrance to the reactor. So, dann können wir jetzt mal das Terminal benutzen und mal gucken. So, Reaktorstatus. Deuterium, Tritium, Temperatur, Plasmastatus, Magnetfeld, Bremsstrahlung, Achtung, Austritt von Zeta-Strahlung. Was auch immer das dann da ist kenne ich soweit nicht. Abschaltvorgang. Netzhautabtastung negativ, okay. So, dann gucken wir mal. Wir sind nicht blöd, bevor wir den Käse hier machen. Speichern wir hier einfach nochmal. Wir wollen ja nicht, dass das Ganze hier schief geht. Ich habe die letzten Folgen nicht abgespeichert, deshalb. So. Hey, und diesmal funktioniert's, ohne dass wir hier jetzt gleich zu Staub zerfallen. Au, ist das hell. Eine Linkkarte. It's an ID card. Minus the security logo. Mhm. Wie kommt die hier rein? The power in those things gives me the willies. Ich frag mich, wie die hier reinkommt. Hat die Anita die hier deponiert? Und war schnell genug, um, nicht direkt an der Strahlung zu sterben? Das könnte natürlich sein. Und dann würde sich jetzt die Frage stellen, ob wir hier jetzt irgendwie weiterkommen können, dann damit. Oder ob sie das für uns gemacht hat, damit wir jetzt das Ding da drinne finden. Ach, schöner Pullover. So. Holographie von Anita. Ja, das ist ihre eigene Linkkarte. Warum hat sie die in den Reaktor geschmissen? Wollte sie, dass wir sie finden? Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, aber jetzt gehen wir mal gucken, was wir so über das Link-Terminal da rauskriegen können. So. So, dann benutzen wir doch mal Anitas Karte hier drin. So. Okay, persönliches. Einbeck Anita, D-Link Wohnheim. Kein Kontostand, Linkstatus 0. Ach, ist das herrlich. So. Ja, die hatten wir alle schon. Union City News. Die hatten wir, glaube ich, auch schon. Okay. In dem Fall sollten wir uns vielleicht mal doch nochmal mit dem Dingensbummens hier da drinne verbinden. So, jetzt nehmen wir dann unsere Ausweiskarte und stopfen sie mal in den Schlitz hier und gucken mal, was jetzt mit den... So. Dann können wir nämlich jetzt hier oben... Genau. Anitas Linkkarte mit dem Link hier benutzen. It
It's the link in, and I don't like the look of it at all. So, dann Attacke. Weil Anita müsste ja so einige coole Hackerprogramme da drauf haben. So. Charon, Playback. Und Blender. Info, mal gucken. Zum Ansehen von holographischen Tagesbilddateien. Kompatibel mit Holzstandard. Okay. Augenbinde. Intrusion Countermeasure Neutralisierer. Ah, so. So, dann können wir den hier damit benutzen. Aber ich glaube, hier kommen wir noch nicht weiter. So. Und. Aber hier kommen wir weiter, hoffentlich. Jawohl. Ey! Mist, Ding. Gut. Dann müssen wir nochmal die Karte hier benutzen und uns nochmal da reinsetzen. Was bringt uns die Stimmgabel? Gar nichts. Okay, das Ding hier war einfach nur ein bisschen. So, dann probieren wir es nochmal mit dem Blender auf den Augapfel. Und dann geht's nämlich hier durch. So. Ein Kreuzritter. Kreuzritter bewacht das System gegen religiösen Missbrauch von Eido-Konfigurationen. Okay, ich glaube, hier darf ich nicht durch. Dann nehmen wir erstmal den Weg, den wir nehmen können. So, was haben wir denn hier unten? Da ist ein Schacht. Datenspeicher. Professor Piemont, persönlicher Datenspeicher. Benutzen Sie Playback, um holographische Daten anzuzeigen. Okay, zum Glück haben wir das ja. If that's you, Rob, listen carefully. You're the only one who can help. I was supposed to make contact with an agent from Hobart. Trouble is, the rendezvous was in a park on ground level. And now I'm a dealing, I can't get there. The agent's name is Eduardo. I don't know how he'll get to Link. But beneath the city there are tunnels. The remains of the old subway. That could be a way in. Okay. Ah, okay. Und was ist damit? Oszillator. Reichweite der Modulationserhöhung wird klasse. Ich verstehe. Okay, also ich muss ihre Karte hier benutzen. Und dann muss ich mich beeilen, dass ich an die Stimmgabel rankomme. Ah, das gibt was. So. Okay. Erstmal du. Kling. So, und jetzt Yalla Yalla. Einmal nach hier, einmal nach da. So. Hier durch, da durch. Und dann hier in den Ausgang. Und jetzt die Gabel aufheben, bevor das Ding soweit ist. Ho! Bäm! Oszillator. Was soll ich mit dem jetzt hier machen? Professor Piemont, Reichweite der Modulationserhöhung wird
in Klasse 4 abhängig von Linkverteidigung. Verstehe ich immer noch nicht, aber egal. So, okay, aber das heißt, wir müssen jetzt... Kann ich das Ding mit dem hier benutzen? Ah nee, der kommt, der lässt mich nicht vorbei. Kann ich hier vielleicht noch was machen? Ich weiß gar nicht mehr genau, was hier... Na nee, hier war ja dann dieser Weg da hinten raus, wo wir dann das andere Ding gekriegt hatten. So, das heißt, ich muss jetzt wieder ganz nach unten. So. Okay. So, das heißt, jetzt sollten wir mal gucken, ob wir den Spion aus Hobart ausfindig machen können. Zumindest mal wäre das ein Plan. So. Und die Anita kommt ja nirgends mehr hin, aber zum Glück haben wir noch ein paar Asse im Ärmel hier. Und zum Glück sind die Wege auch nicht so lang, wie man meinen könnte. So, ich muss noch gucken, dass wir die richtige Link-Ausweiskarte kriegen, bevor wir uns... Ich glaube, wenn wir hier die falsche Ausweiskarte nehmen, kriegen wir ordentlich einen auf den Sack. So, und der Hobart-Spion wird ja wohl einer von den Zweien da hinten sein. So. Okay, Vincent. Bist du ein Hobart-Spion? Know where I'd find the old subway? Nah, I've never heard of it. I thought all boys were into railways. Get real? What planet are you on? Sometimes I wonder. Der ist auf jeden Fall mal komisch. Tell me about your dandelion game. Ah, it's brilliant. You get chased by these giant yellow weeds. You mean dandelions are yellow? The gardener told me they were blue. He's mad. He's not a real gardener. Ah, okay. How'd you know the gardener is a fake? He's got green fingers. That's the sign of a naturally talented gardener. I saw him dipping them in the paint. Anyway, the plants are made of plastic. You're a real help, Vincent. No problem, Rob. Okay. Don't wear out your thumbs. Wenn der nicht Gärtner ist, dann ist er vielleicht ein Spion aus Hobart. Excuse me. You told me dandelions were blue. Did I? Well, what of it? This boy assures me they're yellow. Ugh, smart-assed little brat. All right, you got me sussed. I haven't had any formal training. But I've always dreamed of being a gardener. I love 'em. Every little shrub and succulent. Those dainty blossoms waving their little stamens in the breeze. All right, I get the point. You won't report me, will you? Why should I do that? So, und Excuse me. Komm schon, jetzt red doch mal mit mir. Du bist doch bestimmt unser... Ne? Ah, fangen wir mal so rum an, genau. Do you know a girl called Anita? Maybe I do, maybe I don't. Why do you want to know? She's been murdered. I found her body in the cathedral. Can't see why you're telling me. Ja, weil du... Ah, jetzt wird's spannend. What's your name? It's Eduardo. Why? You're Anita's contact, right?
How come you know so much? She left a message on her card. Listen, do you know what's happened to Link? I'm totally confused. Link is a living, self-replicating organism. Originally, it served as an advisor to the Council. But it has gradually taken control. How? And why? We're really not sure. Hobart's scientists have developed a virus. It will check Link's growth, if we can get it into the system. Will you give me the virus? I can't. It's been downloaded to Link space. Anita was supposed to retrieve it, since she had a Shreveman port. So have I. I owe it to Anita to get that virus. No chance. It's bound to be guarded. I can try at least. Hey, komm, jetzt hilf mir doch zumindest mal ein bisschen. See you later. It's a standard Link terminal. So, okay, können wir mit der Karte von der Anita hier was machen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Alles weg. So, na toll, aber aus der Kathedrale können wir auch nichts drin machen. Oh, Moment, hier ist gerade auf. Da war doch sonst immer zu. Da gehen wir doch gleich mal kurz gucken. Silence in court. Puh. Security Services, Department of Justice, Inc. Judge Chutney presiding. Court is now in session. Silence! I recognize that villain. An habitual criminal, if ever I saw one. That's Mr. Greaves, my lord. The counsel for the prosecution. Silence when you speak to me. Now, who is the first contestant? Defendant, my lord. The case of Union Security Services. Versus Howard Hobbins. Oh! Howard Hobbins, come on up. Nice to see you, Howard. You're not nervous, are you? Not really. The defendant is accused of gross contempt and assault of a security officer. Intolerable. What have you got to say for yourself, eh? I've been framed, Your Honor. May I elucidate, my lord? Go on, then, but hurry up about it. Officer Blunt was investigating a complaint made against Hobbins. After questioning the defendant, he was the victim of an assault. Bah! Monstrous! Off with his head! Just a flippin' minute. Who's defending me? Defense? Is he entitled to any? I'm afraid so, my lord. Upon my soul, whatever next? Who'd be silly enough to defend this wretch? Wir sollen den jetzt verteidigen? Very well. Let's get on with round one. Fingers on the buzzers, everyone. I wish to call Officer Blunt. Call Officer Blunt. Okay. Please tell the court what happened. Oh, I was assaulted. And is the culprit present in the court? Ah, that's him in the overalls. I rest my case, my lord. Good. Where's my black cap? We haven't heard the defense, my lord. Is it really necessary? Oh, go on. Just don't take all day. Muss ich jetzt was, Okay, versuchen wir es doch mal.
Now then, Officer Blunt. Fangen wir doch mal damit an, genau. Who lodged the complaint against Hobbins? Objection, my lord. Defense is contriving to lead the witness. Bitte was? It was a simple question. I wish to establish the seriousness of the complaint made against my client. I shall permit the witness to answer. However, I'm awarding Mr. Greaves 5 points for a well-timed interruption. So who did lodge the complaint? It was Daniel Pyrmont. Aha, okay. Dann machen wir weiter. Oder wir machen da in der nächsten Folge weiter, würde ich eher sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir dann den Hobbins vor Gericht verteidigen. Bis dann. Tschüssi.